Passend zur Folge heute, das perfekte Shirt. Pluspunkt an jeden, der es erkennt. Hallihallo, hallo, Leute, heute geht's weiter. Heute das zweite Video zu der ersten Folge der fünften Staffel von Miraculous Evolution. Der erste Teil war schon mega krass und ich weiß schon, der zweite Teil wird noch krasser. Ich hab's schon gesehen, ich bin Zukunftsbrody, hallo. Lasst einen Daumen hoch da gerne. Abonniert gerne, dass ihr nichts weiter verpasst, denn ich lade 3 bis 4 Mal die Woche ein Video hoch. Ansonsten würde ich sagen, mal schauen, wie man halt Monarch das Zeitreise-Miraculous abnehmen kann. Let's go rein da. Ich bin Brody Fly, bringe dir Glück und sehe voraus, dass es gelingt, Brody Fly. Oh Mann. Selbst wenn wir es ihm abnehmen, kann er es sich wieder zurückholen. Ja, er verbraucht wieder Energie, liegt wieder am Boden, dann nimmt ihr einfach mal beides mit, hä? Voll easy einfach. Warum denkst du auch nicht nach? Sie ist so überfordert. Wandelt sich irgendwann zurück. Wir können nicht jede Raumzeit gleichzeitig checken. Doch, können sie, oder? Einfach in die Mitte von der Haselnüsse stellen? Sich duplizieren mit Illusionen? Ach, können sie ja gar nicht, Junge, Illusionen, ne? Ich bin so dumm. Warum denkst du auch nicht nach? Na, ich würde sagen, Leute, da Shadow Moth oder Hawk, ach, Monarch, das Miraculous vom Broilfire noch nicht hat, würde ich sagen, hol ich immer her. Broilfire, du wirst gebraucht. Ja, ich komme. Aber hopp, zack, zack, let's go. Ja, ja, kein Stress. Zeit für Brodyfly! Let's go! Ist ein der Cat Noir, Ladybug und ich die einzigen, die auch ihr Miraculous haben. Krass, ey. Mich kann Hogmoth nie holen, weil ich nie mein Haus verlasse. Es gibt nur eine Lösung. Glücksbringer! Verstärkung! Oh, eine Schatulle. Ich werde jetzt der Glücksbringer, muss ihr einen kleinen Tipp geben, in welche Zeit sie reisen muss. Eine Schatulle sagt ihr jetzt gerade gar nichts. Ich habe am Heldentag dieselbe erhalten, um Monarch zu bezwingen, als er noch Hogmoth war. Oh, am Heldentag. War das das Finale der ersten Staffel? Da hat sie ja schon mal eine Zeit, wo sie hinreisen muss. Keine Ahnung, wie wir sie hier und jetzt einsetzen sollen. Hä, hier und jetzt? Die sind doch gerade in der Vergangenheit. Oder sind die gerade am Heldentag? Nee, die sind doch gerade da, wo Meister Fu abgehauen ist. Wo noch Zeppeline geflogen sind. Muss wohl der Zweite Weltkrieg gewesen sein, weil damals wurden Zeppeline auch benutzt, wenn da Leute reingeflogen sind, dass die halt in die Luft geflogen sind, ne? Die Dunkel nicht gesehen haben. Dir fällt schon was ein. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Die Zeit haben sie alle der Welt. Captain Ward ist Miraculous der Zeit. Er kann machen damit, was er will. Aber warte mal, ist jetzt die ganze Zeit Bunnix jetzt unverwandelt in der Hasenhöhle und steht da jetzt rum? Ja, was ist mit Bunnix jetzt? Hätte mir verleid. Hey, warum ist unscharf? Warum sehe ich das nicht? Ah, ich habe keine Gläser drin, kein Wunder. Brauche ich wohl eine neue. Von Mr. Specs. Mr. Specs ist ein Optiker mit 100 verschiedenen Brillenmarken in allen möglichen Preiskategorien. Ihr könnt euch auch Brillen online bestellen bei Mr. Specs oder ihr geht zu einem der 60 Filialen bei Mr. Specs in Deutschland. Wenn ihr es online macht, habt ihr 2 Möglichkeiten, euch die Brille anzuprobieren. Ihr könnt zum Beispiel auf Mr. Specs gehen, euch eine Brille aussuchen, euch abfilmen lassen von der Kamera, wie ich es hier gemacht habe zum Beispiel. Dann könnt ihr genau gucken, wie die Brille auf eurem Gesicht sitzt mit 3D-Scan. Ihr könnt allerdings auch euch 4 Brillen kostenlos nach Hause schicken lassen, um die mal anzuprobieren. Natürlich ohne Sehstärke drin. Fangen wir Brille 1 mal an. Bisschen groß, bisschen klein, die ist gar nicht weiß. Ja, die kommt ziemlich gut hin eigentlich, ja. Welche Brille findet ihr besser? 1, 2, 3 oder 4? Jede einzelne der Brillen habe ich euch nochmal in die Beschreibung gepackt, falls ihr euch eine auch von denen holen wollt. Nachdem man die Brille anprobiert hat, sagt man auf der Website von Mr. Specs, hey, die Brille mag ich behalten. Dann schickt man die Brillen wieder zurück, gibt die Werte ein, die man hat und dann kriegt man die richtige Brille zugeschickt. Und kann die Brillen sogar noch anpassen lassen bei einem Optiker. Ansonsten habe ich noch einen 15%igen Rabatt mit Brody 15 für euch, für alles, was ihr bei Mr. Specs findet. Also schlag gern zu. Ah, die Miraculous Box. Er sagt ja nicht, dass sie in eine andere Zeit reisen muss. Ist wahrscheinlich dann so, dass sie die in der Zeit nutzen muss, oder? Das ist die Lösung. Es passiert weder hier noch jetzt. Ja, gut. Ist ja irgendwie auch klar. Weil was soll Shadow Moth... Gut, was soll Hogmoth jetzt dann... Gut, was soll Monarch denn jetzt dann in der Zeit nochmal anfangen jetzt? Ist doch eh weggereist. Also wenn da mal zurückkommt, wo die Ketten noch sind. Woher, wo er weiß, wo sie da sind, hä? Auf dem Auto? Warum ist er dahin hingereist? Aber vor allem, welche Folge ist denn das? Wo Cat Noir im Handtuch eingewickelt ist, weil er kalt ist im Wasser gesprungen wahrscheinlich. Und die im Auto fahren von Gabriel Agrests Vater oder Gabriel Agrest generell. Was für eine Folge ist denn das? Kenne ich gar nicht, weiß ich gerade gar nicht. Das ist gar nicht Gabriel Agrest, das ist ein Uber-Fahrer gewesen. Da haben sie einfach ein Auto genommen. Ja, wieso eigentlich? Hä? Stehe ich nicht. Von der Typ sieht den Shadow Moth oder so hinten auf dem Auto stehen und gibt einfach noch mehr Gas, dass er runterfällt. Einfach Ehrenmann. Ja. Anstatt zu bremsen vorsichtig und die Polizei zu rufen, was könnte ein Mensch sein, der sich dann verletzt davon? Macht einfach diesen Move. Aber Kennzeichenproblem. Er hat kein Kennzeichen drauf. Das muss ich der Polizei melden jetzt. Sorry, aber Pflicht ist Pflicht. Bip. Polizei, hallo, wer ist da? Ja, Brody Fly hier mein Name. Brody, wer? Brody, ist auch egal. Hier hat jemand, der fährt ohne Kennzeichen im Auto. In einer Serie. Hallo? Oh,
Entschuldigen Sie, er ist nicht ganz er selbst im Moment. Na, Sie auch nicht. Bisschen chaotisch. Und sogar von Nagel lacht davon jetzt. Der findet Sie doch sympathisch. Komm schon, nehmen Sie auf, adoptiere Sie beide, komm. Ich erinnere mich an diesen Tag. Ich habe nachgeguckt, Leute, und es war die Folge Reverser, wo Mark verakkumulatisiert wurde. Da hat er ja Ladybug auch erwischt und dadurch hat sie alle ihre Fähigkeiten verloren, auch krass zu schwingen mit dem Lasso und sowas. Also mit dem Jojo. Sie zu besiegen wird ein Kinderspiel. Ja, man merkt es. Auf jeden Fall wird ein Kinderspiel mit solchen Schmerzen. Geht's easy, denke ich mal. Kuramis müssen gefüttert werden. Oh, generell, auch nicht, weil er so schwach ist, sondern nur, weil er sie nicht füttert. Ich dachte, die können unendlich viel machen, wenn er erwachsen ist. Aber scheinbar kann er nur es öfter machen als einmal, aber muss sie trotzdem füttern, logischerweise. Wie ist auch hier stehen so? Du hast uns nicht gefüttert. Selbstbewusst, ängstlich, selbstbewusst. Neutral, selbstbewusst, traurig irgendwie. Schweinchen hat auf jeden Fall Angst. Also ich finde es auch cool, dass die Persönlichkeiten von den Einzelnen auch unterschiedlich sind. Ich weiß, aber ich habe nichts für euch. Ich bin euer Meister! Ja, aber selbst ein Bauer muss seine Schweine füttern. Cooles Sprichwort, ich weiß. Anders geht's nicht. Wenn du uns zerstörst, dann wirst du auch dich selbst zerstören. Oh, das heißt, er wird draufgehen? Und so kann man die Miraculous zerstören, indem er sie einfach nicht mehr füttert? Das ist ja voll brutal. Er hat über tausende Jahre bisher niemand geschafft, die nicht zu füttern, sondern die wurden immer gefüttert. Klar, wer Macht haben will, der holt sich easy mal so eine Kleinigkeit zu essen. Ne? Die haben einen kleinen, ganz kleinen Magen. Wenn es einmal gerauschen reicht, die satt zu machen, ne? Dann, ne? Metamorphose beenden. Oha, komplett null. Oh, er ist im Zug bei Natalie. In der Vergangenheit ein Stück auch gereist. Weil sie ist gerade am Telefon, will ihn ablehnen. Er will doch Natalies Hilfe holen. Ja, gut, besser ist es auf jeden Fall. Finde Essen. Jetzt braucht er plötzlich Hilfe. Ach Mann, ey, wirklich. Er ist nicht mehr fähig, Essen zu organisieren alleine. Das ist wirklich Natalie das Mädchen für alles in dem Fall. Scheinbar ist der Plan mega gescheitert. Er hat durchaus nicht mehr Respekt zollen können. Also ich würde jetzt verstehen, wenn Natalie gesagt hätte, nö, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Aber die ist eh verknallt, deswegen, ja, willst du das safe machen. Aber Natalie bewahrt ein bisschen Selbstrespekt bei. Aber merkt auch, dass er auch erschöpft ist, genauso wie die. Bei ihm laufen überall so Schweißtropfen oder voll coole Detail. Nur die Kameras schützen nicht so viel, aber sind extrem müde. So die ganzen Augen so zu, alle erschöpft. Echt nice Details, auf die sie achten. Oh. Jetzt sind sie einfach dabei und verändern so die Zeit? Oder wusste Meister Fu schon immer, dass er mit Ladybug quatschen wird in irgendeiner Zeit? Oh, das wäre jetzt ein richtiger Plot, wisst ihr? Das wäre jetzt krass. Wer hat euch eure Juwelen gegeben? Das waren sie. Und keine Juwelen, das ist Miraculous. Oh, jetzt sieht er, dass er denen die Miraculous gegeben hat. Und deswegen weiß er später in der Zukunft, dass er denen die Miraculous geben muss. Irgendwann. Dann ist es ja ein Bootstrap-Paradoxon. Weil wer kam dann ursprünglich auf die Idee, denen das Miraculous zu geben, wenn es nicht Meister Fu selbst war? Ach, Zeitreiseprobleme sind immer so geil. In der Zukunft treffen wir uns und werden Freunde. Ich glaube euch. Ja gut, er hat keine andere Wahl, ihm zu glauben. Weil die sind zwei junge Teenager, die gucken fröhlich. Was soll er sonst machen? Wegen Fehlern, die sie begangen haben, leben sie voller Angst. Aber eines Tages finden sie Frieden. Eigentlich müssen sie ihm irgendeinen Fakt erzählen, den nur er wissen kann. So, das wäre eigentlich das idealste Ergebnis so. Weil das wäre jetzt eine Geschichte, die hätte ihn sich auch ausdenken können spontan. So Sachen, die in der Zukunft passieren werden. Also das ist ja eine Sache, die weiß er nicht auswendig so. Wie heißt ihr zwei? Ladybug. Rabbit Noir. Na, Rabbit Noir. Ich wusste, es war irgendwas mit Noir hinten, aber ich dachte, der Bunny Noir. Aber gut, Rabbit klingt ein bisschen cooler, ja. Gut, die Namen hat er meist davor nicht beeinflusst. Die Namen haben sich ja selbst ausgedacht. Also da wären sie so oder so auch selbst drauf gekommen. Dann muss er das ja nicht denen dann noch sagen. Sucht euch einen Verbündeten, der euch bei dieser Mission unterstützt. Hey, jetzt haben sie auch die Auswahl zwischen allen Miraculous quasi. Aber guck mal, da ist das Shadow Moth Ding schon weg. Und das andere Ding. Das heißt, das ist Geschehnisse zwischen den beiden, die vor dem Vorfall mit Hawk Moth passiert ist, damals schon. Obwohl, nee, die beiden Miraculous wurden doch gefressen von diesem fetten Monsterviech. Was er erschaffen hat, dieses Senti-Monster, ich glaube, das war das. Hat er die gefressen, meine ich. Sie dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Ja, gut. Das weiß ich ja schon auswendig. Blablabla. Gib mir die Dinger jetzt endlich. Vor allem ist es nicht ein bisschen gefährlich, sich in der Gasse auf den Boot zu setzen, nachdem so eine fette Sirene mit rotem Licht angelöscht hat und gesagt hat, gib mir die Schatulle. Bisschen kritisch hier, bisschen schwierig an der Stelle. Das Hundeding? Um den Fluss der Zeit nicht zu stören, musst du es mir zurückbringen, sobald du die Mission beendet hast. Wie bei Endgame, bei Marvel. Wie Infinity Stones, die quasi halt in der Vergangenheit ausgeborgt wurden, um sie später wieder zurückzubringen. Genau das haben sie ja gemacht in Endgame. Ach, perfekt. Sie haben es in weniger als einer Sekunde wieder. Na, jetzt zieht er so runter. 21, 22, wo sind sie nur? Weil sie können ja die Zeit kontrollieren. Für ihn müsste es halt wirklich nur eine Sekunde dauern. Das war länger als eine Sekunde gerade. Also wenn ich lache, dann lache ich mal viel, viel länger. Möchtest du immer noch Ingenieurin werden? Absolut, Papa. Das ist die kleine Bunnix. Oh, so süß, wenn sie jetzt mal wachsen wird. Willst du wirklich Wissenschaftlerin werden? Ingenieurin? Baut sie irgendwas in der Zukunft? Hä, das wäre irgendwie voll cool. Auch wenn es nicht zu ihr passt. Ich finde, zu ihr würde am besten so Kunst auch passen, irgendwie Künstlerin. Weil so wie sie aussieht, weiß ich, ob man so als Ingenieur aussieht. Eher mit viel Öl beschmiert, oder? Gut, als Ingenieur kannst du dich auch viel kreativ austoben. Du designst ja auch Sachen und baust dir Sachen, die zusammenpassen. Das Wichtigste ist das zu tun, was du liebst, Alix. Und zu lieben, was
was du tust. Genau, Leute, das ist doch ein schöner Spruch. Nehmt euch das zu Herzen, Leute. Wenn ihr jetzt gerade noch in der Schule seid oder schon einen Beruf, der euch unglücklich macht, findet was, was ihr liebt und liebt, was ihr tut. Wenn nicht, dann sucht einen neuen Job. Ist ein bisschen hart, aber aktuell haben Arbeitnehmer echt einen enormen Vorteil, weil es werden Fachkräfte gesucht en masse. Es ist für Arbeitnehmer nie so einfach gewesen wie noch nie aktuell. Würde ich alles dafür geben, die vergangenen Jahrhunderte selbst zu erforschen. Ah, guck mal, also da kriegt sie die Begeisterung für die Vergangenheit auch her, durch ihren Vater. Aber selbst zu erforschen hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich hätte nicht in die Vergangenheit zu reisen, sondern Pest zu sterben. Ich bin froh, dass sie ausgerottet wurde, die Pest. Gar keinen Bock, eine Krankheit zu haben, wie es heute nicht mehr gibt. Oder wegen meiner Lache verbrannt zu werden, weil ich denke, ich wäre eine Hexe. Keine Ahnung, ich gar keinen Bock drauf. Vielleicht werde ich eines Tages eine Zeitmaschine erfinden. Ja, weiß ich nicht. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Aber Ingenieurin, Zeitmaschine bauen, das passt irgendwie zusammen, ja. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht machen wird, sie wird sie nicht bauen müssen, sie wird es einfach kriegen. Dann nehme ich dich mit und zeig dir diese Momente persönlich. Na, sie darf niemanden mitnehmen. Das ist das Geheimnis eines Miraculous-Trägers. Obwohl, sie könnte einfach ihren Vater mitnehmen, ohne ihm zu sagen, dass sie Bunnix ist. Das würde gehen. Wichtig ist nur, dass ihr Vater bis dahin noch lebt, wenn sie erwachsen ist, ne? Aber der wird wahrscheinlich nur grau sein, alt, aber die werden trotzdem mitnehmen können. Ich freue mich auf die Folge, wo das passiert. So, die erwachsene Miraculous-Version. Finde ich cool, freue mich drauf. Wieso siehst du mich auf einmal so an? Um mich an dich zu erinnern. Hier und jetzt. Und jetzt. Um Punkt 8 Uhr und zack geht's ein Ding auf und die kommt durch das Portal durch, als ob es geplant war. Ist es soweit, Ladybug? Hast du endlich erkannt, wie cool ich bin? Ja, endlich hat sie es erkannt. Stimmt, Alix hat bisher nie Miraculous bekommen, oder? Jeder hat eins bekommen, nur sie noch nicht. Ist sie nicht ein bisschen neidisch gewesen? All ihre Freunde, gut, die weiß nicht, dass ihre Freunde Miraculous bekommen, ne? Stimmt, das kennt, weiß ich ja nicht. Alix Kübdel, hier ist das Miraculous des Hundes. Das ist ja Miraculous des Hundes. Gib ihr das der Zeit, Mann. Gut, das hat Shadowbob, würde ich sagen. Cat Noir hat das ja auch gerade. Aber jetzt kriegt sie das Hunde-Miraculous. Hast du vorhin auch erzählt, sie will Zeitreisen, kriegst du das Hunde-Miraculous. Du willst Zeitreisen? Nee, pfah, du Hund. Hier in das, kriegst ein Halsband hier. Waren nicht Zeitreisen mein Ding? Ja, genau, ja. Sie hat dieselbe Reaktion, finde ich gut. Wir brauchen dich, um es zurückzuholen. Oh, cool, aber sie holt es dann zurück. Das heißt, sie darf es dann behalten? Das wäre echt cool, wenn sie es dann selbst zurückholen würde. Macht sie dann das Hunde-Miraculous auf das Miraculous von Shadowmoth drauf? Dass wenn er hol sagt, die hol sagen können, dass es dann nochmal bekommt? Weil dann kann er nicht mehr hol sagen, weil sie ihn nochmal berühren muss, oder? Oder sagen die dann hol, hol, hol hin und her die ganze Zeit? Hol, 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 hol. Wenn wir das Miraculous der Zeit wiedergewonnen haben, gibst du es mir nicht zurück. Oh, sie darf es dann wirklich behalten. Hey, wie cool. Jetzt andersrum. Früher hat sie gedacht, sie darf es niemanden behalten lassen, weil es Probleme geben könnte. Und jetzt sagt sie, es will sie alle abgeben, damit Monarch sie nicht alle auf einmal kriegen kann, weil dann jede einzelne Person die hat. Und er weiß auch nicht, dass sie es hat. Solange die Identität nicht bekannt ist, ist es für sie schlauer, wenn sie es austeilt. Aber Moment mal, weiß es nicht in dem Fall hier Monarch, dass Alyx später als Erwachsene Bunnix werden wird? Weil er hat sie ja gesehen, unverwandelt. Oder sagt deswegen Ladybug, dass Alyx so lange das Miraculous behalten muss, damit er nicht ausnutzen kann, zu wissen, wer sie privat ist? Das muss es sein. Auch cool, dass so andere Geschehnisse sie in ihrer Idee und Entscheidung umändern können. Wieder so. Finde ich gut. Du wusstest es. Du hast mir aus allen Epochen geschrieben, damit ich mir keine Sorgen mache. Was? Was? Sie hat ihm einfach aus der Zukunft geschrieben? Aber das war doch die allererste Folge, die wir gesehen haben. Noch stimmt, dann hat ihr das Miraculous gezeigt der Zeit, oder? Da hat sie ihr doch vorgezeigt, dass er das Zeit-Miraculous hatte die ganze Zeit. Der muss ja irgendwie kriegen dann auch, oder? Stimmt, muss auch noch geklärt werden. Allererste Folge, wo Alix vorkommt, meine ich. Sie mit dem Vater essen war, im Restaurant saßen sie und hat ihr das Miraculous gezeigt. Vor allem hat sie auch die Briefe ein bisschen falsch verschickt, dass sie ihm früher geschickt hat als später. Jetzt ihm schicken müssen, nachdem es weggegangen ist. So, guck mal, Papa, hier bin ich und so wie bin ich. Aber das heißt, sie wird älter, ohne bei ihrem Vater zu sein? Das ist doch voll traurig, wenn sie nicht mehr zu dem Zeitpunkt zurückkehren darf dann. Sie hat ihren Vater nie mitgenommen, das ist auch voll schade. Vor allem weiß sie auch, dass sie jetzt in Zeit reisen muss, die Fotos auch zu machen, weil sonst ist es ein Paradoxon. Das heißt, sie muss jetzt da gerne genauso gucken ins Foto, genauso gucken und grinsen. Es ist cool, das zu tun, was wir lieben. Und zu lieben, was wir tun. Und genau dieselben Worte in diesem Brief schreiben. Sonst ist es ein Paradoxon. Ui! Okay, sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Der Hut vor allem, was ist das denn? Also das Bunnix Miraculous versteht ihr besser, das ist der Zeit. Diese Mütze wie von früher, also ganz, ganz früher. Canny Girl heißt sie? Canny Girl, oh yeah! Was sagt die? Canny Girl. Ach, Canny Girl. Weil Canis kommt aus Lateinischen und heißt Hund. No. Bis ganz bald, mein Schatz. Oh, zack, muss er wieder zurückkommen, jetzt direkt sofort, eine Sekunde später, oder? Aus wie ein Spoiler, dann wüssten wir schon, dass es geklappt hat mit dem Zeitreisengedöns. Aber wissen wir doch eh schon, oder? Kann ich wieder schlecht enden. Auch wenn es wieder ein krasser Wechsel wäre. Ah, da steht sie noch als Erwachsene. Immer noch. Die ganze Zeit ist sie so da. Wie lange hält denn das, hä? Und sind sie vor allem vorhin die ganze Zeit an ihr vorbeigerannt, wie sie da steht, gefroren? Als Ladybug hat noch durch die Zeit gereist sind, haben sie da stehen sehen, dran vorbeigerannt. Wie funny. Mach dir keine Sorgen. Meine Superkraft wird alles reparieren. Kann die Superkraft auch über die Zeit übergreifend alles reparieren? Gut, die hat in der Vergangenheit nichts viel verändert. Nur die Gegenwart ist ein bisschen kaputt, ja. Zumindest wird dann Bunnix wieder entsteinert, ja. Als erstes musst du mit deinem Ball das Hasen-Miraculous berühren.
Nein, unauffällig wie nie. Das war richtig krass gerade. Nur so eine Hand, die rauskommt. So, hä, voll gut. Muss ich ein bisschen an Dr. Strange-Portal erinnern, wo sie auch nur so eine Hand rausgekommen ist oder so ein Kopf oder mal so. Aber wie präzise die auch dann vorgehen kann. Gut, Cat Noir hat das Portal aufgemacht, ne? Das heißt, Cat Noir musste die Medaillen kriegen. Also wie präzise Cat Noir das Ding aufgemacht hat. Heftig. Perfekte Zeit, um Monarch mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Hinterlassen wir ein kleines Geschenk. Oh, das ist wieder Red Skull oder Red Moth oder Red Skull Moth? Scarlet Moth, so hieß der. Ja, alle Namen durchgespielt. Ah, oh, wir sind jetzt alle Stück für Stück für Danboss. Du kriegst ein Stück, du kriegst ein Stück, du kriegst ein Stück. Kehr in eine Zeit zurück, bevor Emily das beschädigte Pfauen Miraculous benutzt hat. Oh, das heißt, dann kann er seine Frau nochmal sehen, bevor sie ist, oder? Und sie dran hindern, das zu tun. Dann wäre die Zeit verändert und alles wäre anders. Dann wäre Happy End eigentlich für alle, oder? Dann gäbe es keine Jagd mit Shadow Moth auf Ladybug und Cat Noir. Dann wäre alles perfekt eigentlich. Darf es nicht passieren wegen der Zeitverschiebung und sowas? Weil ich weiß, das Happy End für Miraculous, ganz Miraculous wollen. Natürlich hat voll die gute Idee direkt, da komme ich niemals drauf gekommen, stimmt. Hier ist die Anleitung drauf, wie das magische Juwel repariert werden kann, damit Emily nicht krank wird, wenn sie es benutzt. Oder so. Was war denn deren Plan, als sie es benutzt haben damals? Was war denn die Hauptmission damals? Stimmt, das haben wir auch noch nicht erfahren. Oh, und das ist die Firma von Kagami mit der Technik und so weiter. Weil hier auf Nathalies Exoskelett ist auch dieses Logo drauf, dieses Dreieck da mit diesen Schwingendrings drin. Das ist die Firma von Kagamis Mutter und so. Das muss das sein. Wieso habe ich daran nicht selbst gedacht? Oh nee, und jetzt kommt Cat Noir und Ladybug dazwischen und wollen es ihm wieder abnehmen. Und es wäre der ultimative Plan gewesen. Ach nee, wirklich. Wie er so aufmacht, so wie so ein Pokéball. So, komm rein, Pokémon. Sieht hier was genaues aus, die Animation. Und die ganzen Folgen. Vor allem die Folge klappt ja auch voll gut, weil sie jetzt schon so viele Folgen haben. Das heißt, sie können voll viele Schnipsel reinzeigen. Hier zum Beispiel die Christmas-Weihnachtsfolge, wo sie am Tisch essen zusammen und so. Das ist, glaube ich, das zweite Staffelfinale hier. Wo Queen Bee und Queen Bee und Queen Wasp und sowas war da, glaube ich, auch ein Ding, ja. Der junge Gabriel und die erlebende Emily. Oh krass, was für Szenen auch sehen, die wir nie gesehen haben so. Die essen mitten auf dem harten Boden irgendwo, mitten auf dem Weg. Unbequem. Für dich. Bist du auch wirklich bereit? Ja. Oh, die hatten da wildes Haar. Guck mal, wie hübsch der Shadow Moth da, oder? Ach man, Gabriel damals aussah. Nur damals schon übelst kein Matzecken, aber ist ja genetisch leider. Wie es ihm so casual gibt, dass wir den Heiratsantrag machen so. Und die haben nicht gesehen, dass es kaputt ist. Wir sind so 1000 Sprünge drin auch irgendwie. Es hätte mal auffallen müssen. Gut, die hatten das Buch auch nicht von Meister Fu, wo drin steht, wie es eigentlich aussieht, ja. Emily. Oh, es ist so süß. Das ist so das Hauptding, was Miraculous ausmacht. Dieser Zwiespalt mit Shadow Moth oder Gabriel, dass er eigentlich seine Frau wieder retten will. Das ist der einzige Punkt, dass er dafür alles tun würde. Ein bisschen übertrieben, aber wird alles dafür tun. Für die ganze Welt vernichten sogar, um neu aufbauen. Nur für sie. No. Nein, leg's doch hin direkt. Och nein, er hätte es hinlegen können, wäre alles vorbei gewesen. Natürlich, sonst gibt es keine weiteren Staffeln. Ne? Aber selbst wenn er das USB-Stick da hingelegt hätte. Gab es damals schon USB-Sticks? Weiß ich nicht, ob's, wie viele Jahre zurück ist in der Vergangenheit. Schwierig. Und vor allem, die wird es jetzt sowieso benutzen, das Miraculous. Aber das wird erst zu spät sein, wo es benutzt das erste Mal, oder? Zumindest wird es nur einmal benutzen, weil bis Gabriel merkt, was das Stick eigentlich gut ist und dass das Ding kaputt ist eigentlich gerade. Leg's hin. Nicht aufmachen, leg's hin. Ich habe diese Schatulle schon einmal gesehen. Ach, guckt erstmal nach, wo er sie gesehen hat. Anstatt sie direkt zu öffnen. Das Spicken hier vorher. Ey, nicht schummeln. Das ist dein Zeichen, Hawkmoth. Oh, sie hat damals schon gesagt, das ist ein Zeichen, Hawkmoth. Da war er zweimal damals. Oh, ich kann mich dann gar nicht mehr so krass erinnern. War das ein Sentimonster dann? Ein Doppelgänger hier? Ein Klon? Irgendwas war das da bestimmt, ja. Ich lass dich nicht meine Zukunft zerstören, Ladybug. Und er denkt, dass sie ihn da reinlegen wollten. Merkt nicht, dass es eine Falle ist? Wenn sie ihm schon diesen Hinweis gedroppt haben? Nicht zu fest drücken, sie ist kaputt wieder. Na, zack, geholt. Problem ist halt, aber jetzt kann er auch wiederholen machen, oder? Gehen hin und her die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es so gut ist jetzt. Ach, sie fusioniert sich direkt in sich. Dann kann er nicht mehr Hohl machen oder was dann? Weil es dann... Nee, hä? Aber dann kann das trotzdem wieder eher abnehmen. Hä? Aber es gibt hier direkt eine Fusion von beiden. Das sieht wieder cool aus. Aber sie wird diesen dämlichen Hut auf. Und diesmal diesen Hut mit Ohren, wie es aussieht. Nein, nein, nein. Ohne steht besser. Hey, Moment mal, das sieht doch voll aus wie die Super Mario Cap, Mario Odyssey Cap. Mit den Hasen obendrauf Ohren. Da gab es auch so ein Spiel, oder? So eine Crazy Rabbits Mario Dings, wo er auch Hasen Ohren trägt, oder? Das ist ja nämlich voll daran jetzt. Stimmt. Dieselbe Cap, nur halt ins Blau, nicht in Rot. Oh, knapp. Es ist fehlgeschlagen. Es kann fehlschlagen, wenn es in der Hasenhöhle ist. Krass. Aber trotzdem müssen sie ihm jetzt wieder abnehmen, weil er kann wieder, wenn es zurückkommt, direkt wieder abnehmen. Du hast verloren. Wie jedes Mal. Edgy Badge. Loser, loser. Was? So selbstsicher sind sie wieder. Aber erste Folge, sie haben das Miraculous zurückbekommen, das Zeitreisen Miraculous. Nur das haben sie zurückbekommen. Voll gut. Dann mussten sie das aber irgendwie auch gewusst haben, dass es nicht durch die Zeit auch gehen. Hätte auch sein können, dass es Zeitreisen kann. Hat das dem Meister Fu gesagt? Yes, Ladybug. Diese muss auch keinen zurückverwandeln, kein Schmetterling, weil er keinen verwandelt. Huch,
jetzt muss ich das zurückschauen, was er gesagt hat. Ah, Leute, okay, im Schnitt werde ich es machen, okay? Also immer für euch rückwärts abgespült. Danke, die Kraft der Zeit ist mega cool. Und jetzt meine Reaktion dazu, falls was Krasses war. Das hat er gesagt, wie heftig. Und jetzt hier, falls er was Langweiliges gesagt hat. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, ich sehe es erst im Schnitt, Mann. Fluff, verwandle mich. Aber jetzt weiß Cat Noir auch, dass die Bunnix oder Alix eigentlich die ist mit dem Reckless. Alix hat sie selbst gesehen in der Zukunft, hä? Gut, also Fotos hat sie schon gesehen, weil sie hat ja die Fotos von dem Vater gesehen, stimmt. Minimi, ich wusste, du würdest das rocken. Minimi. Darf sie sich überhaupt anfassen? Weil gibt es nicht Zeitparadoxon und sowas? Keine Ahnung, schwierig. Behalt's doch, hä? Die Zeit ist gekommen. Hä, hieß es nicht, sie soll es behalten bis zum Ende? Hatte ich vorher schon gesagt oder war ich verwirrt am Anfang? Da hat nicht zugehört scheinbar. Bereit für eine große Reise, Langohr? Ich habe gerade ein ziemlich starkes Déjà-vu, richtig? Ja, aber aus der Zukunft, würde ich eher sagen dann. Aber wie die Cap sitzt doch gar nicht richtig auf ihrem Kopf drauf, hä? Sitzt ja so oben locker drauf. Sei es nicht vorher besser? Aber wahrscheinlich wegen der Animation, wo sie am Ohr so am Kopf so umgetäschelt hat. Vielleicht ist dann irgendwas verrutscht. Oder vielleicht, weil Haare nicht durchdrücken. Aber das sieht nicht gut aus gerade. Weil es ist schwierig, die Animation das so zu machen, dass man die Cap ab und annehmen kann. Weil die Haare ja eigentlich dazwischen sind. Und die nicht, dass sie die Cap durchbacken, muss die Cap halt oben drauf setzen auf die Haare. Und dann sieht es halt so aus. Kleine Animationsfehler, Lösung, wie auch immer, ja. Ah, das sind Hosentaschen, die sie hat. Ach so, da ist es drin also. Endliche Hosentaschen, weil es direkt verschwunden ist komplett. Nicht so halbhängend raushängt, wie bei Monarch das war. Die Animation hier erinnert mich an meine Animation mit dem Handtuch, wo das erscheint, der es so greift. Die kleine Bunnix. Und mir muss ich sie auch keinen neuen Namen geben, weil sie weiß schon, wie sie sich nennen wird. Auch wieder ein Bootstrap-Paradoxon, weil wer hat sich den Namen denn eigentlich ursprünglich gegeben? War das Bunnix selbst? Kann nicht sein, weil sie jetzt ja von sich selbst erfahren, also schwierig. Gut gemacht! Gut gemacht! Ich kann nie mitmachen. Ich kann es auch verstehen, weil ich bin ja superior. Der Typ im Stuhl bin ich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss euch beide um einen letzten Gefallen bitten. Sie haben es in weniger als einer Sekunde wieder. Ja, zurückreisen und das ihm wieder zurückgeben. Und es ist wirklich eine Sekunde für ihn gewesen. Ach, ich meine, es macht etwas Sinn, dass auch eine Sekunde wirklich brauchen. Wie versprochen, zurück in weniger als einer Sekunde. Na, noch ein Selfie gemacht. Warum, hä? Um sie zu zeigen später? Um sie dem Vater zu schicken? Als Beweis für Ladybug und Captain Noir, dass sie es geschafft hat. Gut, die glauben mir doch, würde ich fast sagen. Guck hier, Beweis, warum das schwierig ist mit Hüten. Weil hier könnt ihr sehen, hier gucken ein paar Haare aus seinem Hut raus. Und es ist halt echt schwierig, bei so Haaren das so zu machen, dass die nicht rausgucken. Kleiner Serienfehler. Serienfehler. Ohne das Zeitreisen möglich wäre er doch da gefangen in der Zeit. Hey, wie kommt er wieder zurück? Da haben sie auch gar nicht gedacht, hä? Kann jemand da ausgesetzt sein? Es war ein Fehler, mich hier zu lassen, Ladybug, denn die Zukunft gehört denen, die in der Vergangenheit leben. Ja, die werden ihn locker einfach zack zurückholen. Zuck, wieder in die Gegenwart, da hockst jetzt oder so. Irgendwie wird's schnell einfach gehen, bei nichts mit's regeln. Besiege ich dich! Entschuldige, Moffi. Moffi, auch ein geiler Name. Und sie macht's ja easy, zack. Aber sie hätten einfach jetzt hier in Zeitloops reinschicken können, foltern können, bis zum geht nicht mehr und dann die Miracles so abnehmen, oder? Hätte sie auch so machen können, geht das nicht? Ihn so voll lange foltern durch Zeitreiseportale, bis er nicht mehr kann, weil er keine Chance gegen ihn anzukommen. Oder sie hat Angst, dass er doch irgendwie sie austrickst, also gut. Dann lieber doch aus der Entfernung. Die Vergangenheit zu ändern kann schwere Konsequenzen für die Gegenwart haben. Oh, jetzt reisen sie da rein und dann kommen sie direkt im Moment wieder raus. Ey, voll nice. Wirklich, das ist die perfekte Zeitreisefolge. Die Leute, die es gemacht haben, ist wirklich sehr stark mit Zeitreisen beschäftigt, weil genau so liebe ich das. Wenn es ineinander reingeht, ne, und dann direkt wieder abschließt, weil keine Lücke entsteht. Voll nice. Nicht so bei Dr. Who manchmal, wo Dr. einfach mal sagt, jo, wir sind eine Sekunde, ist mal wieder da. Dann bleibt einfach Monate verschwunden, weil die Zeitmaschine nicht beherrschen kann, korrekt. Das ist bei nichts schon cooler als Dr. Who fast. Oh, er liegt auf dem Boden, Bauchplatscher gemacht. Können Sie eigentlich direkt das wieder abnehmen, oder? Steh dich da rum, rennt hin, holst ihn direkt. Winddrache! Okay. Oh, er kann wieder mit Winddrache abhauen. Die haben wieder nicht nachgedacht, dass er das immer noch kann. Denk doch, das Seil reicht, um ihn zu fesseln. Nein, nicht schon wieder! Ja, merkst du was? Denk doch mal nach, Mädel. Wir werden alle wiederbekommen. Und wenn wir Monarch endgültig besiegt haben, kann Alix zurückkehren. Ja, stimmt. Das heißt, sie muss wirklich die ganze Zeit dann wegbleiben. Die ganze Zeit muss sie in diesem Loch bleiben, das Shadow Moth oder Monarch, wie auch immer, das nie wieder bekommen kann. Jetzt haben sie die Fähigkeit des Zeitreisens, können sie nicht nutzen. Das wäre klar, wäre zu heftig, ne? Diese Folge, wenn die jedes Mal eine Zeitreise zu tun hätten, da wären Leute, die keine Zeitreisen mögen, was ich nicht verstehen kann, echt überfordert, wenn jede Folge Zeitreisen wäre. Da wäre es Miraculous Zeitreise-Bug. Ich hätte alles verändern können. Hätte Fahrradkette. Aber wann macht er jetzt die Ringe draus? Hä? Vielleicht merkt er jetzt, dass wenn er die Miraculous halt in so einer Uhr hat, dass die ja unpraktisch sind halt. Wenn die in Ringen sind, kann er die halt nicht abgenommen kriegen und nicht rausgenommen kriegen, weil die halt in der Hand fest dran sind. Man kann sie rausziehen und so, aber ist ja immer schwieriger, als so ein Ding aus der Hand zu schmeißen, ne? Oder so zu berühren mit so einem Ballhundedings, was er immer noch hat, stimmt. Ladybug hat mich reingelegt. Sie hat mir das Zeit-Miraculous gestohlen. Einfach, du wirklich. Ist ein erwachsener Mann, lässt sich reinlegen von zwei Kindern. Gut, das Problem auch, dass er halt mit zwei schlauen Kindern zu tun hat und auch Hilfe aus der Zukunft hat, ein bisschen, ja.
Und es ja auch schon besiegelt war, dass sie es schaffen, weil Bionics gerade das Miraculous der Zukunft hatte noch. Wenn das funktioniert überhaupt, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwierig, die Zeitrechnung hier im Miraculous. Ein bisschen kompliziert. Du hättest dich dafür entscheiden können, Emily zu retten. Aber du hast dich für deine Obsession für Ladybug entschieden. Eben. Endlich mal ist Natalie richtig böse auf ihn. Ich kann es voll verstehen. Lass ihn stehen im Regen. Sie hätte Natalie retten können. Stimmt, das hätte auch was gebracht. Dann wäre das vorher schon repariert gewesen worden. Und dann wäre sie niemals in der Situation gerade. Das würde ich ihm auch nie verzeihen. Sie hat sich so viel aufgeopfert für ihn. Aber wenn es mal darum geht, ihr zu helfen, juckt sie nicht. Einfach wirklich ehrenlos. Natalie? Ist alles in Ordnung? Ha, Natalie, alles in Ordnung? Ha? Will sie wieder irgendwo einschleimen oder sowas bei ihr? Und sie hat den Ring auch noch, ne? Sie hat den Ring auch von Hawkmoth auch. Hat das irgendwas zu bedeuten? Mich lässt der Gedanke nicht los, dass vielleicht Natalie später durch Nila auch böse werden könnte und gegen Gabriel und so weiter hantieren könnte und gegen Ladybug und so, weil sie vielleicht eine Welt erschaffen will, wo Gabriel sie liebt oder wo, wenn es Gabriel vielleicht mal schafft, Emily zurückzuholen, er nicht mehr Natalie dabei haben will, weil sie ja auch irgendwie eine Nähe zu ihm hatte und sie es vielleicht vermeiden will. Sagt mir irgendwas, dass Natalie später böse werden könnte. Ja. Aha, was war das denn gerade? Dieser Cut zu diesem Schrei, hä? War das ein Hänger bei mir gerade?